Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir nochmal ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podiumsdiskussion. Ich danke unserem Generalsekretär, Herr Dr. Witter, auch für unsere Begrüßung heute Abend und Ihnen natürlich, Herr Bocklet, für diese umfassende Einführung in die aktuelle Europapolitik und auch, wie Sie so die Entwicklung des Freistaates Bayern gezeichnet haben, was uns jetzt zu dem Thema bringt, Bayern im Europa der Zukunft. Wir wollen erstmal nochmal den Status quo betrachten und dann aber natürlich auch sehr stark den Blick in die Zukunft richten. Es gibt ein Sprichwort oder was heißt Sprichwort, eine Phrase, die sagt, Europapolitik ist Innenpolitik. Was, wie ich denke, sehr wahr ist und sehr unser aktuelles politisches und gesellschaftliches Geschehen auch prägt, weil es tatsächlich darauf beruht, dass mehr als 50% der deutschen Innenpolitik auf europäischer Gesetzgebung beruht und in einzelnen Feldern wie der Wirtschaft, der Landwirtschaft, aber auch Umweltpolitik sind es sogar bis zu 80%. Wir haben gehört, der Freistaat Bayern bekennt sich ausdrücklich zu dem geeinten Europa, was auch durch einen Volksentscheid aus dem Jahr 1998 Verfassungsrang erlangt hat, weil einfach dieses friedliche Miteinander heutzutage in Europa, die wirtschaftliche Kooperation und auch in politischen Bereichen unabdingbar für eine fruchtbare Entwicklung des Landes ist. Bayern liegt nicht nur geografisch im Zentrum des europäischen Integrationsgebietes und so ist es eben seit jeher so, dass es stark von der Solidarität der Staaten profitiert, aber sich auch von jeher stark eingebracht hat. Also Bayern ist eine der Regionen, die sehr stark auch immer wieder europapolitisch tätig geworden sind. Aber was wir auch gehört haben, ein zentrales Element der bayerischen Europapolitik ist die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips. Das heißt, die Union soll wirklich nur in die Aufgabenbereiche eingreifen, die auf regionaler und nationaler Ebene nicht ausreichend geregelt werden können und wo einfach die Vereinheitlichung und Harmonisierung unabdingbar ist im Endeffekt. Ja, es gibt sehr enge Berührungspunkte von Bayern mit seinen Nachbarstaaten, große Zusammenarbeit mit Österreich und Tschechien, der Schweiz, Norditalien, jetzt gerade auch in der Flüchtlingsfrage, aber auch zu Ost-, Mittel- und Südeuropa hat Bayern seit jeher enge Beziehungen und so haben sich auch die Arbeitsgemeinschaft Alpenländer und die Bodenseekonferenz entwickelt, wo ganz explizit in ökologischen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Themen eine sehr starke Vernetzung stattfindet. So, jetzt will ich aber gerne mit Ihnen in die Diskussion einsteigen und heiße auch unsere Diskutanten des heutigen Abends ganz herzlich willkommen. Herr Bocklet, Sie wurden schon sehr umfassend von Herrn Dr. Witter auf vorgestellt und begrüßt. Ich darf zu meiner Linken Frau Christine Klaasen begrüßen. Sie leitet seit 2016 die Kontakt- und Informationsstelle des Bayerischen Landtags in Brüssel. Sie sind Juristin, Frau Klaasen, und ja, berichten im Rahmen ihrer Tätigkeit insbesondere dem Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten über die aktuelle Brüsseler Politik. Dann Herr Professor Uwe Kranenpohl, ich danke Ihnen nochmal sehr herzlich, dass Sie für Herrn Professor Göhler eingesprungen sind und seinen Part heute Abend übernehmen. Sie haben eine Professur für Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Evangelischen Hochschule Nürnberg und gleichzeitig aber auch einen Lehrauftrag an der Universität Passau. Und last but not least möchte ich willkommen heißen Herrn Dr. Raymond Salla. Er ist seit 1996 bei der Landeshauptstadt München, also ein Kollege der leider heute Abend verhinderten Frau Dr. Jürgens. Sie haben die kommunale Europaarbeit
quasi seit jeher mit aufgebaut, betreuen das Städtenetzwerk Eurocities und beschäftigen sich viel mit den Grundsatzfragen im europäischen Kontext. So, wir wollen jetzt unsere Diskussion so gliedern, dass wir erstmal auf den Status quo schauen. Wo steht Bayern in Europa? Wie ist es vertreten? Aber wie ist auch der Einfluss Europas in Bayern ganz besonders zu sehen? Und uns dafür anschauen, welche Verknüpfungen gibt es zwischen Bayern und der EU? Also ja, welche Stimme hat Bayern in der EU? Deshalb möchte ich Sie zuerst mal fragen, Frau Glasen, Sie vertreten den Landtag in Brüssel. Skizzieren Sie uns doch mal Ihr Aufgabenfeld, damit unsere Zuhörer einen kleinen Einblick da rein bekommen. Sehr gerne. Frau Stieber, vielen Dank auch erstmal für die Einladung. Unser erster Vizepräsident des Bayerischen Landtags hat es schon erwähnt gehabt. Die bayerische Vertretung ist, man kann es wirklich sagen, nicht nur ein Schmuckstück in Brüssel, sondern auch vor allem sehr, sehr zentral gelegen, sehr gut gelegen und daher auch ein wichtiger Punkt, um sich dort zu vernetzen. Der Bayerische Landtag unterhält seit 2010 dort eine Kontakt- und Informationsstelle. Also ich bin die dritte Person, der dritte Beamte, der dort auf der Stelle sitzt. Sie haben es auch erwähnt, ein wesentlicher Punkt ist eben im EU-Ausschuss hier in München im Bayerischen Landtag zu berichten und auch einen unmittelbaren Eindruck zu geben, was passiert gerade in Brüssel. Das ist auch nicht als Konkurrenz aufgebaut zur Exekutive, sondern das ist eben im Rahmen der Gewaltenteilung auch eine wichtige Position, dass der Landtag dort gesondert auch informiert wird. Zweiter Punkt ist, was ich dort vor Ort tue, den Kontakt zu den Vertretern der EU-Einrichtungen zu unterhalten. Was gerade auch bei aktuellen Fragen wie der Taskforce Subsidiarität relevant wird, die die Europäische Kommission eingesetzt hat. Und der dritte Punkt ist, ich bin dort auch zuständig und betreue entsprechende Ausschüsse nach Brüssel reisen, um sich dort eben mit den Vertretern der Institution zu treffen. Das heißt, man schlägt Themen vor, man schlägt Gesprächspartner vor und sieht zu, dass sie dort nicht nur einen interessanten Austausch haben, sondern auch eben sich dort in der bayerischen Vertretung entsprechend wohlfühlen. Mhm. Vielen Dank. Ja, sehr diverses Aufgabenfeld. Gerade auf die Taskforce wollen wir später nochmal zurückkommen. Aber jetzt würde ich erstmal Sie, Professor Kranpohl, gerne zu dem schon angesprochenen Ausschuss der Regionen befragen. Wenn Sie uns davon vielleicht kurz skizzieren können, was es damit auf sich hat. Das ist jetzt natürlich eine schwierige Antwort, das sozusagen in einem Satz zu machen. Ich meine, ich glaube, die wesentlichen Punkte hat der Herr Präsident schon genannt. Erstens, es ist wichtig, dass es ihn gibt. Und einfach, weil damit ein Gremium, eine Anlaufstelle da ist und die Länderblindheit der europäischen Verträge ein wenig sozusagen aufgebrochen worden ist. Zum anderen ist es natürlich so, dass man sich da nicht zu viel von versprechen darf, angesichts der Tatsache, dass dort halt nur eine Handvoll Vertreter von Regionen mit Staatsqualität da sind. Ich meine, man kann das Ganze, glaube ich, sozusagen auch nochmal mit einem zweiten Feld, ich glaube, es spiegeln sich dort ähnliche Probleme wie auf einem zweiten Feld, das schon angesprochen worden ist, nämlich die Frage, was entscheidet eigentlich Europa, warum kommt Europa in bestimmten Bereichen nicht zu Entscheidungen, wo sie doch wichtig wären. Dann landen wir natürlich bei dem Problem der Kompetenzverteilung und da müssen wir natürlich sagen, wenn man sich sozusagen den Kompetenzkatalog der Mitgliedstaaten anguckt und der Europäischen Union, dann haben wir ja nicht das, was man eine sauber getrennte Schichttorte, eine Prinzregententorte nennen könnte, sondern wir haben halt, ich würde jetzt mal sagen, schrecklich vermanschte Kompetenzen. Wir brauchen ja sozusagen das Problem der Subsidiaritätsregelung eigentlich nur, weil wir ja Kompetenzen haben, bei denen wir sagen, die sollen von Europa übernommen werden, wenn Europa es besser macht. Ja, in einem klassischen vertikal gewaltenteiligen System würde man einfach sagen, das eine ist Aufgabe von X und das andere ist Aufgabe von Y. Und wenn wir dann uns noch die unterstützenden Kompetenzen angucken, das ist ja noch wilder. Also das heißt ja, die EU kann auch was ganz anderes machen, wenn sie dafür Geld gibt. Und dann treten halt die Effekte ein, die ja auch schon beschrieben worden sind. Naja, wenn es Geld gibt, dann mache ich ja doch bei dem Programm mit. Und dann wundern wir uns auf einmal, wenn die Europäische Union selbst in
ja, originären Aufgabenfeldern der Mitgliedstaaten auf einmal auch Einfluss nimmt, weil sie natürlich dann die Vergabe von Hilfsgeldern konditioniert und damit natürlich bestimmte Punkte durchsetzt. Also und das spiegelt sich halt auch im Ausschuss der Regionen nochmal wieder, wenn da irgendein Bürgermeister von einer schottischen Kleinstadt sitzt, ich glaube, so Fälle hat es gegeben, ja, und man zeigt ihm sozusagen, wie wichtig das ist, und es gibt da die Möglichkeit eines Förderprogramms, da sind dann halt sozusagen, da ist die Subsidiarität dann ganz, ganz schnell auch in diesem Gremium weg. Aber ich glaube, Sie können uns da viel mehr zusagen, wie schwierig das ist, dann sozusagen dort gemeinsame rechtswahrende Positionen im Ausschuss der Regionen zu organisieren. Möchten Sie dazu nochmal Stellung nehmen? Also ich vertrete die Ansicht, er ist nur begrenzt nützlich. Trotzdem muss man ihn nutzen. Und zwar einmal ist es eine Plattform einer EU-Institution, wo man bayerische Interessen artikulieren kann. Das ist schon mal was Positives. Das Zweite ist, dass es das Equipment für ein Netzwerk hier vorstellt. Sie müssen sich ja vorstellen, bei 23 verschiedenen Sprachen brauchen Sie ja einen Riesenapparat, um sozusagen über die Ländergrenzen hin, Sprachgrenzen hinweg zu operieren. Und nachdem in den Institutionen ja jeder das Recht hat, was gut ist, in seiner Muttersprache zu reden, können Sie eigentlich Konferenzen, wo es um mehrere europäische Staaten und Länder geht, nur veranstalten, wenn Sie dieses Prinzip wahren oder wenn Sie nicht jetzt sich voll auf, nur noch auf Ihr Englisch einlassen. Aber das wollen wir ja nicht, dass wir nur noch eine Lingua Franca haben mit Englisch, übrigens mit einem Land, das dann gar nicht mehr bei der EU ist. Also gut, Irland ist auch noch dabei, aber ich sage das jetzt nur ironisch, ich meine, das wird sich nicht ändern. Aber wenn Sie also die Identität dieser Sprachen erhalten wollen, brauchen Sie den großen Verhandlungs-, also Dolmetscherapparat, und das kostet alles Riesengeld. Und deswegen sage ich, okay, dieser Ausschuss der Regionen ist eine gute Gelegenheit, sozusagen auf der Ebene der Regionen zusammenzukommen, und da stellt Brüssel dann das entsprechende Equipment dar. So, da ist man zunächst einmal schon ganz gut. Ich weiß noch gut, ich saß ja 9 Jahre im Ausschuss der Regionen für die bayerische Staatsregierung, und da saß neben mir, da saß man nach Alphabet, eine Dame aus dem britischen County Council. Und die war ja eine Sozialistin, und die hat dann, wenn es um Gelder für die dritte Welt ging, da kriegt die feuchte Augen und hat dann immer dafür gestimmt. Dann habe ich zu ihr mal ganz dezent gesagt, das ist frei auch ihr Geld, ja, das, über das sie da entscheiden, ja, weil die Briten ja normalerweise nur über Geld zu erreichen sind. Und dann, das hat sie aber nicht interessiert, weil die in einem britischen County Council haben sie keine Finanzverantwortung. Ja. Da können sie also ausleben, ihre Humanität. Es kostet nichts, sozusagen. Als Vertreter eines deutschen Steuerzahlers denkt man da ein bisschen anders drüber. Und das ging also auch den Kollegen aus Österreich und so weiter so. Also ich will nur deutlich machen, dieses unterschiedliche Herkommen führt zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen und führt zu einer Heterogenität, Inhomogenität dieses Gremiums. Deswegen darf man sich da nicht so viel versprechen, und trotzdem ist es nützlich, das zu machen. Nur darf man keine Illusionen haben. Und wie gesagt, der Jacques Delors hat das ganz knallhart uns damals da im Landtag schon gesagt, dass das eigentlich gar nicht geht. Ja, ganz logisch. Man hat es dann trotzdem gemacht, politisch, weil man geglaubt hat, man müsse diesen Ebenen irgendein Sprachrohr geben. Ja, und das ist auch richtig so, nur man darf nicht erwarten, dass da sozusagen ein homogener Entscheidungsprozess entsteht, und man muss dann das nutzen, wofür es nützlich ist, und, und dann, glaube ich, ist das ganz vernünftig. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, der gehört abgeschafft und so weiter und so fort, nur man muss die Grenzen der Leistungsfähigkeit einer solchen Institution in Rechnung stellen. Ja. Vielen Dank. Es geht übrigens ganz interessant. Am Anfang waren die Ministerpräsidenten der deutschen Länder dort. Ja? Inzwischen gehen nicht einmal mehr Abgeordnete dorthin. Ja? Der Fraktionsvorsitzende,
der EVP-Fraktion, das ist die stärkste Fraktion im Ausschuss der Regionen, ist ein Staatssekretär, beamteter Staatssekretär aus Sachsen-Anhalt. Ja, der hat Zeit. Ja, ein normaler Abgeordneter hat nicht Zeit, dahin zu fahren. Warum? Ja, der hat hier seinen Stimmkreis. Die Leute sagen nicht, die wollen nicht, dass der in Brüssel rumturnt. Ja, mir hat man das nachgesehen, obwohl der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber auch gesagt hat, Reinhold, du sitzt immer da auf Empfängen in Brüssel rum. Ja. Das hat er eher spaßig gemeint, ne, aber irgendwann ist ein Klischee entstanden. Ja, und dass man dort eigentlich dahin fliegt und arbeitet und dann das nächste Flugzeug nimmt, weil es eigentlich besser ist, man ist hier. Das Schönste an Brüssel ist Flugzeug nach München, habe ich immer gesagt. Aber hier ist man nicht da. Und wenn man nicht bei Hofe ist, zählt es nicht. Ja? Und so ist es bei jedem Abgeordneten. Der wird nicht danach beurteilt, ob er in seinem Stimmkreis oder im Landtag präsent ist. Aber nicht, ob der in Brüssel irgendwas tut. Das bringt ihm nichts. Ja? Es sei denn, er ist Außenminister. Ja? Aber auch bei dem kann es ganz schnell in den Graben gehen, wie wir zur Zeit sehen. Also insofern... Ich will nur sagen, es geht ja auch darum, wie das Personal auf sowas reagiert. Ja? Und so wie man der Bundesrat heute das Parlament der Oberregierungsräte ist, wie man so locker sagt, also die Beamten, die das Ganze den Bundesrat managen, so ist es ein bisschen so, mit Ausnahme der Kommunalpolitiker. Weil für die Kommunalpolitiker, und das ist die Mehrzahl der Daten, ist das die Reise in die große Welt. Ja? Wer kommt schon aus County Council von sonst wo, in Sussex oder sonst wo, kommt schon nach Brüssel und so weiter und so fort, es sei denn, er ist im Ausschuss der Regionen. Ja, für uns ist das tägliches Geschäft, dass man nach Brüssel fliegt, aber für die ist das was anderes und deswegen hat es einen anderen Stellenwert, also die eilen dort schon hin und sehen ihre Bedeutung ganz groß gesteigert, wenn sie dort mit dabei sind, während für uns, die wir hier politische Verantwortung haben, ist es sozusagen ein Nebenjob und deswegen muss man schauen, dass man da die Zeit erübrigt und möglichst gezielt dort die Zeit einsetzen und auch sachlich entsprechend. Bin immer ganz froh, wenn ich lese, dass Leute von uns wieder was durchgebracht haben da dort. Aber wie gesagt, die Folgenlosigkeit ist bemerkenswert. Ja, vielen Dank, dass Sie das jetzt nochmal so eingängig skizziert haben. Herr Saller, wenn wir nochmal eine Stufe runtergehen von der Region auf die Stadt. Sie arbeiten für das Europareferat der Stadt München und sind auch bei Eurocities sehr aktiv. Wie verleihen Sie der Stadt München in Europa eine Stimme? Oder sind Sie eher dafür zuständig, Europa in die Stadt München zu bringen? Ich will mir auch mal ein bisschen ausholen. Ich fange jetzt auch mal mit dem Begriff Subsidiarität an, von dem ich da ausgehe, dass jeder weiß, was damit gemeint ist. Und Subsidiarität heißt das, dass man vor Ort Dinge regeln kann, von denen man auch überzeugt ist, sie gut zu regeln. Und da haben wir in Deutschland und in Bayern besonders viele. Und diesen Standard, an dem lassen wir uns auch messen. Das geht hier, Herr Bocklet hat verschiedene Beispiele gemacht. Wir haben Firmen aus damals wie Siemens, Knorr-Bremse, eine Heimat gegeben. Wir haben Olympische Spiele organisiert. Wir haben das Europäische Patentamt hier. Wir haben einen Innovationsstandort in Garching aufgebaut und so weiter und so fort. Wir haben ein duales Bildungssystem. Wir haben ein Kreislaufwirtschaft und so weiter und so fort. Alles Errungenschaften, die nicht zentral von Bonn oder Berlin aus implementiert wurden, sondern die maßgeblich von den Akteuren vor Ort gestaltet wurden. Und diese Fähigkeit, die hat Bayern stark gemacht, die Leute zusammenzubringen und dann auch was Neues zu machen. Nicht umsonst ist es auch inzwischen ein Selbstläufer geworden, auch wo wir Gefahren sind, dass Firmen global wie Huawei, wie General Electric, Microsoft und so, in München forschen und entwickeln. Subsidiarität hat aber auch eine zweite Seite. Und Herr Bocklet hat es kurz mal erwähnt, ich bin jetzt nicht in der Aufgabe, hier ihn zu loben, aber es ist eine seiner großen Visionen, war es damals,
die Vertretung des Freistaates Bayern aus seit mehr oder weniger zwei denkmalgeschützten Reihenhäusern im Boulevard Clovis rauszuholen und im Zentrum von Brüssel zu implementieren. Das war damals von den Kritikern verspottet als Neuwarnstein, wer sich da vielleicht noch zurückerinnern kann, aber heute muss man recht geben, das war ein genialer Schachzug. Warum? Weil wir brauchen diese Bühne in Europa, um uns Interessen zu vertreten. Das sind der Freistaat, aber auch die Kommunen, nicht nur München, sondern auch Nürnberg, Augsburg, auch kleine Kommunen, vertreten durch das Europaparlament der Bayerischen Kommune, durchaus dankbar, dass wir diesen Ort haben, weil, und das wurde hier auch schon mehrmals angesprochen, Europa besteht aus 28 durchaus sehr, sehr heterogenen Mitgliedstaaten. Die haben unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche Interessen. Und nur wenn man hier auch in der Politik, im Europäischen Parlament zum Beispiel, auch entsprechend die Vorteile dieser nationalen, dieser bayerischen Politik auch darstellen kann oder auch sagen kann, wir in Bayern sind dafür, dass die und die Regelungen, das gilt sowohl auf Landes- als auch auf Stadtebene, beibehalten werden muss, weil sie den Bürgerinnen und Bürgern Vorteile gebracht hat, weil sie stabile, zuverlässige Verwaltungseinheiten geschaffen hat, dann müssen wir, brauchen wir eine Plattform, um diese Message auch rüberbringen zu können. Und was machen Sie jetzt in der Landeshauptstadt ganz konkret in Sachen Europa? Was machen wir? Also wir machen das Gleiche auch wie der Lobbyist, würde ich jetzt mal sagen, wobei ich den Begriff jetzt nicht als positiv besetze. Wir schauen, wo wirkt die europäische Politik auf die Stadtverwaltung ein. Das heißt, wir analysieren die Rechtsentwicklung, wir analysieren die politischen Debatten und schauen, aha, die und die Politik passt uns nicht. Das ist ein konkretes Beispiel. Also jede Stadt, nicht nur in Europa, sondern auch in Deutschland, hat unterschiedliche Interessen, hat auch unterschiedliche politische Ansichten. Und das ist auch legitim so. Wir in München sind zum Beispiel stolz darauf, dass wir kommunale sozialen Wohnungswesen haben. Wir in Bayern sind zum Beispiel auch stolz darauf, dass wir einheimischen Modelle haben. Das wird nicht überall so geteilt. Unsere Aufgabe ist es auf der einen Seite, war schwer genug, das in Brüssel durchzubringen, ja, mit das, dem einheimischen Modell. Das kenne ich durchaus, es ist ein langer Weg und versteht auch keiner, weil es gibt es woanders überhaupt nicht. Und da müssen wir halt schauen, dass wir diese Sachen bewahren können und davon müssen wir auch schauen, dass wir Mitstreiter finden, die auch davon überzeugt sind, dass wir nicht irgendwie Klientelpolitik machen, dass wir nicht irgendwie bloß Sonderinteresse haben, sondern dass wir irgendwie Politik machen, von der wir überzeugt sind und von der wir auch sagen, die könnte auch für Europa beispielhaft sein. Umgekehrt suchen, und das ist Eurocities, das ist das große Städtenetzwerk von 130 Großstädten, die natürlich auch nur die Verwaltungskapazität haben, versuchen wir natürlich auch Verbündete, weil man europäische Politik nur im europäischen Kontext machen kann. Also das ist so die Kritik, die ich immer gerne am Deutschen Städtetag äußere, der immer oftmals sagt, wir haben die kommunale Selbstverwaltung und die ist super. Herr Bockel hat es ja schon mal ausgeführt, stimmt, aber die kommunale Selbstverwaltung gibt es eben in dieser Form nur in Deutschland. Also müssen wir das Ganze runterbrechen, müssen schauen, dass wir von den Briten, Franzosen, Skandinavier ins Boot holen, müssen sagen, okay, ist keine kommunale Selbstverwaltung, aber geht in die Richtung und die in diesen Mindeststandards und die gilt es zu bewahren. Und das ist so das, was wir machen mit Eurocities, dass wir europäische Verbündete für unsere Politik suchen. Gut, vielen Dank. Dann haben Sie in München eine klassische Europastadt, das Europäische Patentamt, eine der größten europäischen Behörden, sitzt hier, entscheidet über das Wissen, die Innovation in Europa. Das ist hier, das wird, keine Kritik an der Stadt, aber es wird in der Stadtgesellschaft, wird diese Institution fast nicht wahrgenommen. Ja? Es gibt immer wieder Einladungen, das sind immer dieselben dort. Aber den Präsidenten des Europäischen Patentamtes sehe ich ganz, ganz selten irgendwo, obwohl das die wichtigste internationale Behörde ist, die wir hier in dieser Stadt haben. Und dann haben die Münchner eine ganz tolle Sache. München ist eine Marke,
eine weltbekannte Marke. Wenn ich in New York der Vertreterin des Freistaats Bayern, der Frau Dannismann, wenn ich bei der bin und sage, ja, wie wollen Sie, wie machen Sie das, dass die Invest in Bavaria, ja, also möglichst amerikanische Firmen, die bei uns investieren, dann sagt sie, also die wollen alle nach München. Ja, die Frauen wollen alle nach München und dann, das ist ja noch ganz gut bei der ganzen Geschichte, in diesem Haus, wo der Freistaat Bayern seine Vertretung hat, hat auch der FC Bayern sein Büro gehabt. Das war das Landesbankbüro, ja. Das kennen Sie ja. Und dann, also da ist Oktoberfest, FC Bayern und München. Das ist sozusagen das, was die nicht nur von München, von Bayern, sondern auch von ganz Deutschland im Grunde genommen wahrnehmen. Und wenn ich sage, ja, und wie ist das? Also ich komme ja eher aus München als wie aus Franken, obwohl mein Vater aus Franken kommt. Und wenn ich dann sage, ja, aber wir wollen ja, dass die in Erlangen oder in Nürnberg oder in Fürth investieren oder in einem anderen Herzogenaurach oder was auch immer, das sage ich, das bringt sie gar nicht, das bringt man den Leuten nicht nahe. Das ist für die no name, no name. Ja? Und insofern haben die Münchner besondere Ding. Drum ist auch München bei der Metropolgeschichte. Wir haben ja zwei Metropolregionen, ja. München und Nürnberg. Die Nürnberger waren da dahinter, dass auf europäischer Ebene die Metropolregion installiert wird und haben dann auch im Bayerischen Landesentwicklungsprogramm die Metropolregion verankert. Das war Nürnberger Lobbying. Ja. Die Münchner, ja, die haben schon mitgemacht, aber das war für die kein Thema, weil die sind's. Ja, da muss ich nichts mehr irgendwo in die Dinge reinschreiben. Und das ist eben der Unterschied. Und das muss man versuchen, ein Stück in Bayern, darum hat er meines Erachtens der Ministerpräsident zu Recht gesagt, jetzt klotzt man noch eine Universität nach Nürnberg hin, um da sozusagen, und dann hat man auch die Oper, hat man auch in den staatlichen Förderrahmen mit reingenommen und so weiter, um deutlich zu machen, wir haben nicht nur München, sondern wir haben auch andere Zentren. Ja? Und das ist eigentlich bayerische Politik, aber im Blick auf Europa. Ja, wenn wir in der Zukunft bestehen wollen, dann genügt es nicht nur München Glanz zu versagen und stolz zu sein, dass München in der Innovationskraft und den Patenten vor Paris liegt, was ja schon was Bedeutendes ist, sondern wir müssen auch die anderen Teile dieses Landes da ein Stück mitnehmen. Und das ist noch eine riesige Aufgabe. Es liegt ja auch am Charakter vielleicht der Leute. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Ich will mich da nicht auslassen. Im Gegenteil, als Abgeordneter muss man ja da vorsichtig sein mit solchen Äußerungen. Aber wenn der Staat dann solche Investitionen macht, glaube ich, hat das à la longue schon Auswirkungen, genauso wie die Universitäten im ganzen Land. Jetzt gehen wir nochmal weg von der Stadt München. Mich würde jetzt nochmal interessieren, auf der bayerisch oder insgesamt regionalen Ebene von Ihnen, Herr Professor Kranenpohl, als Politikwissenschaftler, welches Einflussgremium würden Sie denn für die Regionen tatsächlich auch mit der meisten praktischen Umsetzung und am einflussreichsten betrachten? Also wir haben ja jetzt gehört, wir haben die bayerische Vertretung, wir haben den Ausschuss der Regionen, wir haben auch über den Bundesrat einen gewissen Einfluss. Vielleicht können Sie da noch mal aufzeigen, wie Sie das einschätzen würden. Also ich glaube, da macht es tatsächlich der Mix. Ich glaube, das ist das A und O. Natürlich, Herr Bocklet sagte, das romanische Verständnis, das ist nicht nur ein romanisches Verständnis, ich glaube, es ist nur ein sehr deutsches Verständnis, dass Prozesse nur laufen, wenn sie in einer Verwaltungsvorschrift festgelegt sind. Und jeder weiß, die Festlegung der Verwaltungsvorschrift ist meistens die sicherste Methode, ist die Methode, um sicherzustellen, dass es bestimmt so nicht läuft. Ja? Also das A und O ist tatsächlich, dass eine Vielzahl von Kanälen zur Verfügung steht. Ja? Natürlich, dass das Beteiligungsverfahren über den Artikel 23, wo der Bundesrat, meistens reden wir ja, wenn wir über Artikel 23 reden, wir über den Bundestag, aber der Bundesrat ist natürlich genauso wichtig. Natürlich der Ausschuss der Region, Sie haben es ja schon beschrieben, einfach weil Equipment da ist, ein Forum da ist, das man vielleicht nutzen kann. Natürlich
die bayerische Vertretung, segensreicherweise jetzt auch mit Vertretung des Landtages, was auch ganz wichtig war aus meiner Sicht, weil man natürlich sozusagen schlecht als bayerische Staatsregierung vom Bund fordern kann, dass man doch angemessen informiert werden möchte über Ereignisse auf europäischer Ebene von der Bundesregierung. Und es dann auch dem Bundestag zugesteht, aber gleichzeitig muss man dann natürlich auch dem Landtag zugestehen, dass er beteiligt ist. Und es ist da sicher auch gut, dass man dann noch sozusagen auch einfach noch mal einen zusätzlichen Kanal hat und dann auch sagen kann, nein, wir treten jetzt nicht als die bayerische Exekutive auf, sondern wir sind jetzt das bayerische Parlament und dann ergeben sich ja auch wieder ganz neue Netzwerke, parteipolitisch möglicherweise auch. Ja, und dann einfach das Dasein. Ja? Also ich meine, dass der Freistaat Bayern mit vielen Leuten, also als erstes Bundesland mit vielen Leuten dort da war, hat natürlich geprägt und nicht umsonst haben alle anderen Bundesländer nachgezogen. Und dann muss man natürlich auch noch sagen, dass der Freistaat Bayern natürlich auch über die nötige Manpower und Expertise verfügt, um das alles auch umzusetzen. Ja, also ich meine, es ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, dass die Freie und Hansestadt Bremen, bitte nichts gegen Bremen, ja, also Bremen hat eine fast genauso lange staatliche Tradition wie Bayern, das muss man immer wieder betonen, ja, je nachdem, wie man es sieht, aber gut, ja. Aber natürlich verfügt sozusagen ein solches Land nicht über die, über die Möglichkeiten, die ein relativ großer Ministerialapparat hat, wie wir wie ihn halt die bayerische Staatsregierung zur Verfügung hat. Und wenn Sie jetzt diese Vertretungen und Einrichtungen, die direkten Einfluss ausüben können, vergleichen mit regionalen Übereinkünften, sowas wie der Alpenstrategie oder der Bodenseekonferenz, wo sehen Sie da den Unterschied und wo denken Sie im Endeffekt wird tatsächlich mehr für die Wirtschaft bewirkt oder auch für den Umweltschutz, für die Natur? Weil also man liest ja oft, dass ich will jetzt nicht sagen, dass sowas wie die Alpenstrategie keine Legitimität hat, aber einfach so regionale Bündnisse oft viel effektiver arbeiten können, als wenn sie tatsächlich über Brüssel gehen. Das kommt natürlich immer darauf an, worum es geht. Ich meine, wenn Sie über die Kompetenzen verfügen, dann können Sie das natürlich auch dezentral mit regionalen Bündnissen machen. Und es macht sicher auch Sinn, sich dort auch noch mal zu koordinieren mit Blick darauf, ob man nicht gemeinsam dann auch wieder was in Brüssel machen kann. Aber Sie haben ja selber darauf hingewiesen, eine Großzahl der Normen wird in Brüssel gemacht und deswegen kommt es natürlich auch darauf an, dass man dort mitspielen kann. Ja, und da muss man einfach vor Ort sein, man muss viel kommunizieren. Ich meine, Sie haben es ja schon beschrieben, wie Sie es machen, aber leider sind Sie ja nicht die Einzige, die es dort machen, sondern es gibt ja so Schätzungen, ne? 20.000 oder so andere Lobbyisten oder noch mehr. Nicht Lobbyisten. Ja, ich meine, klar, also natürlich ist, bitte, ja, also natürlich ist die Vertretung des Freistaats Bayern und die Vertretung des Bayerischen Landtags in Brüssel was anderes als die Vertretung des Deutschen Bauernverbandes oder des Europäischen Bauernverbandes in Brüssel. Das ist natürlich auch klar. Ich bin mich wieder mit Ihnen versöhnt. Das ist schön. Es gibt ganz konkreten Anlass. Die Kommission hatte einen Entwurf für eine sogenannte Transparenzrichtlinie. Die sollte regeln, wie die Lobbyisten sich offenlegen müssen, als Lobbyisten. Und in dieser Liste waren die regionalen Parlamente und Regierungen, auch die Regierung, also die Bayerische Staatsregierung, waren aufgeführt als Lobbyisten im Entwurf. Und es bedurfte nicht geringer Anstrengungen, um denen klarzumachen, dass wir was anderes, eine andere Legitimation haben durch den Wähler, als wie irgendein Verband, nichts gegen einen Verband, Bauernverband oder Industrieverband oder Gewerkschaften, ist ein bisschen was anderes. Also die waren da mit eingereiht. Ja.
Und das war im Europäischen Parlament, war das alles schon. Und die, selbst die hatten da nichts dagegen. Denn alles, was nicht Europäisches Parlament oder europäischer Parlamentarier ist, ist nachrangig. Ja? Und irgendwo also zu vernachlässigen. Und wir hatten eine ziemlich anstrengende Geschichte, um das hinzukriegen. Es ist uns gelungen, in entsprechenden, ich leite da eine Subsidiaritätsarbeitsgruppe, die das dann alles Gott sei Dank formuliert hat. Der Beamte, der da von der Kommission zuständig war, der wusste nicht einmal, dass im Grundgesetz die kommunalen Spitzenverbände oder die, die Kommunalverbände, dass die im Grundgesetz geschützt sind, hat dann gesagt, ja, wissen Sie, ich bin schon 30 Jahre nicht mehr in Deutschland. Zum Glück hatte mein Assistent, der dabei war, hatte im Handy das Grundgesetz mit drin. Haben wir schnell den Artikel 29 nachgeschaut, da steht das drin und haben ihm das gezeigt. Und der war aber sehr aufgeschlossen dann hernach. Und der Text, der dann rauskam als Vorschlag von der Kommission, hat passgenau zu dem gepasst, was wir haben wollten. Also insofern ist schon, nur die Denke da dort ist eine andere. Ja? Und das sind die deutschen Länder, sind keine Staaten, sondern sind gesellschaftliche Einheiten, so ähnlich wie Verbände. Ja? Und das muss man sich aber mal vorstellen, das kommt aus der Kommission raus, die Gesetze machen. Ja. Und es bedarf da einer gewisser Kraftanstrengung, um das alles wieder wegzubringen. Was aber wieder zeigt, wie wichtig es ist, dass man vor Ort ist. Denn sonst wäre man ja gar nicht in der Lage gewesen, es wegzuschaffen. Genau. Ja, ja. Vor Ort sind Sie, Frau Klaasen. Deshalb möchte ich jetzt gerne Sie noch mal fragen. Sie haben vorhin schon angespielt auf diese Taskforce Subsidiarität. Vielleicht können Sie das noch mal ausführen, was das genau ist. Sind zwei schöne Stichworte gerade gefallen. Einerseits, Sie hatten die Kompetenzen vorne angesprochen, was so Alpenraumstrategie und auch so Kooperation auf, in Grenzregionen angeht. Und die Taskforce greift auch genau das Thema auf. Also was ist diese Taskforce Subsidiarität, wie sie sich nennt? Das ist eine Taskforce der Kommission, die ins Leben gerufen wurde, um genau diesen Fragen der Subsidiarität nachzugehen. Das ist eine der bayerischen Forderungen immer gewesen, das Subsidiaritätsprinzip zu stärken. Das hat die Kommission jetzt auch aufgenommen. Das Problem ging dann aber etwas los. Wer war an dieser Taskforce beteiligt? Das sollte aus Sicht, also Präsident Juncker hatte das angeregt und das Europäische Parlament sollte beteiligt sein und die nationalen Parlamente. Und daraufhin hat der Ausschuss der Regionen sehr schnell die Hand gehoben und hat gesagt, er sei auch eine europäische Institution, man möge ihn auch beteiligen. Daraufhin wurden dann auch drei Vertreter des ADR dort benannt. Wer aber nicht beteiligt war, waren zum Beispiel wieder die regionalen Parlamente, obwohl sie eben im deutschen Gefüge diese Gesetzgebungskompetenzen haben. Das ist natürlich ein Problem immer. Auch unser erster Vizepräsident hat das angesprochen, die Regionenblindheit. Es wurde dann von der Landtagspräsidentenkonferenz, die auch zweimal im Jahr in der Regel in Brüssel tagt, wurde eben auch Herr Bocklet vorgeschlagen, um dort als Mitglied in diese Taskforce zu kommen. Das ist im Moment noch in Arbeit, wie das weitergeht. Aber Sie sehen auch dort, es ist tatsächlich wichtig, vor Ort zu sein, dass man diese Themen aufgreift, aber auch im Dialog vor Ort auch den Beteiligten nochmal in Hintergrundgesprächen zu erläutern. Es ist das erste Mal gelungen, dass alle Landtagspräsidenten von Deutschland, parteiübergreifend, von Österreich, von Südtirol und der Deutschen Gemeinschaft in Belgien einen einheitlichen Beschluss gefasst haben. Also das ist noch nie passiert. Und das ist genau an diesem Punkt passiert, eben um diese politische Ebene dort zu platzieren. Und da mich alle kannten, weil ich seit langer Zeit da dort tätig bin, hat man, ich wusste gar nichts davon, das haben die also alles erledigt. Das Problem ist jetzt nur, dass man schlecht nur die Deutschsprechenden vertreten lassen kann. Ja? Das heißt, man muss eine Konstruktion finden, in der man die Italiener und Spanier auch mit einbindet. Also deswegen war meine Meinung, jetzt nicht, weil ich mich da nicht traue, aber weil ich glaube, dass es klug ist, wenn man so eine Konstruktion hat, dass man eben nicht nur die Deutschen da, ist ja schön, wenn wir Einfluss haben, aber dass man einen Italiener oder Spanier für den Süden auch mit reinnimmt, damit die sich nicht benachteiligt fühlen.
Und europäische Politik kann man nur so machen. Und man kriegt auch was hin, wenn die anderen, wenn man den anderen das Gefühl gibt, man nimmt die mit. Ja. Die anderen haben ja immer das Ding, die Deutschen wollen alles machen, alles möglichst perfekt und so weiter, nur nach ihrem Kopf. Und ich glaube, wenn man europäisch Politik machen will, muss man auf die anderen zugehen. Man muss sich in sie hineinversetzen und versuchen, sie in ihrer Eigenart anzuerkennen und zu würdigen. Und dann hat man eigentlich schon einen Erfolg. Ich hätte die bayerische Vertretung da an dem Platz, wo sie ist, nie hingekriegt, wenn ich nicht so lange in Brüssel gewesen wäre, alle gekannt hätte und die auch nicht gekannt haben. Und da ist ein Vertrauensverhältnis entstanden, aus dem heraus man dann so schwierige und delikate Dinge hinkriegt. Der zuständige Vizepräsident des Europäischen Parlaments, der für die Liegenschaften zuständig war, und das Parlament hatte ja auch ein Auge auf diese Geschichte, das war ein katalanischer Sozialist. Und den kannte ich aus meiner Parlamentarierzeit heraus und mit dem haben wir zusammengesetzt und irgendwann hat man eine gemeinsame Lösung. Ja? Ich habe das denen abgeschwatzt sozusagen. Ich habe dann dem Parlamentsgeneralsekretär, also dem obersten Beamten des Europäischen Parlaments, nachdem wir das zugesprochen bekommen haben, habe ich dann gebeten, dass er uns ein Schreiben gibt, dass das Parlament einverstanden ist, dass wir das nutzen. Ja, weil irgendwann kommt wieder mal ein Abgeordneter auf die irre Idee zu sagen, das ist so exponiert, das wollen wir vom Parlament haben. Also habe ich den so weit gebracht bei einem guten Mittagessen, dass er mir ein Schreiben gegeben hat an den Freistaat Bayern, in dem der Generalsekretär des Europäischen Parlaments sich freut, dass die Bayern da drin sind und bestätigt, dass das Parlament darauf verzichtet. Nur so geht es. Ja. Und es ist in der Tat passiert, ein Jahr später kam eine irische Abgeordnete, die wollte da Kindergarten reinmachen. Ja. Und dann konnte ich also vorweisen, hier hatte das Schreiben da und dann ging es. Also ist ein anderer Umgang, ein anderer Stil, als wie das bei uns im politischen Prozess ist. Und das muss man berücksichtigen. Aber wir lernen quasi dadurch schon, dass es einfach überall menschelt und dass gute menschliche und soziale Kontakte und Beziehungen immer hilfreich sind. Also mehr als jetzt vielleicht eingesessene Institutionen oder Sonstiges, sondern wenn man ja gut miteinander redet und auch mit feurigen Argumenten überzeugen kann, dass man da zu viel kommt. Ich möchte Sie auch ganz herzlich einladen, wenn Sie sich an unserem Diskussionsprozess beteiligen möchten. Heben Sie die Hand. Wir diskutieren jetzt mal weiter, soweit keine akuten Wortmeldungen sind. Aber sollte Ihnen was einfallen oder sollten Sie was fragen wollen, melden Sie sich kurz. Dann würde ich Sie einfach zwischen. Sie haben gleich was. Wenn Sie bitte hier ans Mikrofon gehen und sich schnell vorstellen. Hier vorne, hier vorne, hier vorne. In der Mitte, bitte. Wobei, okay. Also mein Name ist Maximilian. Ja, einfach. Passt, man gut. Hört Maximilian Sie. Bauer, bin ja, Parteimitglied in der CSU und halt einfach interessiert an diesem Thema, weil natürlich, denke ich, auch ohne Europa und ein funktionierendes Europa, ja, werden wir die Zukunft nicht so gestalten können, wie sie ist. Was mich jetzt interessiert, es ist viel über das Jetzt eigentlich gesprochen worden oder nur ausschließlich über das Jetzt. Ja? Aber wir sehen ja alle, dass sich das Jetzt eigentlich dramatisch verändert. Ja? Weil das Jetzt, wir wollen es zwar bewahren und alle vernünftig miteinander umgehen, nur wie eingangs erwähnt worden ist, die Wahlergebnisse, die zeigen ja, dass also viele dazu führen, dass Europa nicht mehr so sein kann oder viele ein anderes Europa wollen. Und jetzt geht in die Frage, in die Runde, wie stellt ihr euch das vor? Was kann man denn dagegen machen, wie soll man da angehen, weil ich habe halt so das Gefühl, die gute Arbeit oder das, was wir als gut befinden und die Zufriedenheit, die dazu führt, die wird nicht mehr wahrgenommen, sondern es führt immer mehr zur Unzufriedenheit und irgendwann so, das muss weg und also es muss auf alle Fälle anders werden und meistens halt, es muss weg und das wäre halt aus meiner Sicht extrem gefährlich und auch für uns eigentlich, dass wir den Lebensstandard auch per se nicht mehr halten können. Dankeschön. Möchten Sie dazu sich äußern, Herr Bocklet, oder?
kann tatsächlich da ergänzen. Also die Kommission hat das natürlich auch erkannt, dass sie den Bürger mitnehmen möchte und hat dazu diesen Diskussionsprozess angestoßen, nennt sich Weißbuch zur Zukunft der EU. Das ist teilweise auch kritisiert worden, das sei jetzt kein konkreter Vorschlag, es sei nicht die Blaupause für die Zukunft der EU. Es sind also mehrere Szenarien in den Raum gestellt worden, die es zu diskutieren galt. Das ist natürlich einerseits geschickt, weil dann jeder dazu entsprechend Stellung nehmen kann. Aber wir haben als Vertreter der Landtage in Brüssel, haben wir das auch aufgenommen und haben natürlich auch erkannt, dass gerade die Landtage da auch eine sehr wichtige Vermittlerrolle wahrnehmen und die Interessen der Bürger natürlich auch als Institution in Brüssel entsprechend dann auch artikulieren können. Das heißt, wir haben diesen Diskussionsprozess etwas verfolgt zur Zukunft der EU. Der läuft noch im Moment und die Kernpunkte sind natürlich auch zum Haushalt. Aber im Prinzip, man sieht auch da, wie Präsident Juncker gesagt hat, diese vielfältige Krisensituation, die es zu lösen gilt. Herr Professor Kranpur, Sie wollten sich noch dazu äußern. Ich kann Ihnen keine Antwort geben, leider. Ich würde vielleicht einen Schritt zurückgehen und fast nochmal in die Problemanalyse gehen. Ich glaube aber, das allererste, was man mal machen muss, ist festzustellen, das ist keinem egal. Das ist auch keinem in Brüssel egal, obwohl es einem natürlich immer wieder erzählt wäre, wäre so. Ja? Was uns ein bisschen, glaube ich, fehlt, ist, oder ich sag's mal so, in den goldenen Zeiten der europäischen Integration, da gab es ein paar schöne Narrative, wie man das heute so schön nennt. Ja, also nicht umsonst gehörte der große Europäer Helmut Kohl zu der Generation, die Grenzbäume weggeschafft hat, symbolisch. Ja, die Dinger sind jetzt seit 25 Jahren weg. Einem heutigen Studenten kann man gar nicht mehr klar machen, wie das mal so war, dass wenn man in Passau studiert hat, wie ich, die Universität hatten Sie leider vergessen, Herr Bocklet. dass dann sozusagen, wenn man über die Grenze musste, und die Grenze war dann um 9 Uhr zu, dass dann da die österreichischen Zollleute standen und man dann mal eben 20 Euro natürlich auch nicht, sondern das gleiche umgerechnet in Schilling bezahlen musste, ja, weil man schwarz über die Grenze ging. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Aber das war ein sehr erfolgreicher Narrativ und uns fehlt ein bisschen sozusagen der neue Narrativ. Also ich meine, wir haben jetzt so gehört, so ein Wohlstandsnarrativ, der scheint aber nicht sehr überzeugend zu sein. Der kommt bei den Leuten nicht an. Die Leute haben, unheimlich gut setzt sich momentan so ein Narrativ durch, wir haben schlechte Laune und wollen es ausleben. Ja, und also das ist, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mein persönlicher Erklärungsfaktor für AfD-Erfolge. Die Leute haben einfach schlechte Laune. Aber was man dagegen macht. Wo kommt die schlechte Laune her? Ja, wenn ich das wüsste, ja, da habe ich ein paar tiefgreifende Erklärungsfaktoren, aber die haben hier nichts mit Europa zu tun. Ich glaube, da können Sie mich anschließend ansprechen beim Stehempfang. Wenn Sie das interessiert. Ich möchte gleich die Brücke schlagen, weil für mich, ich habe schon ein Erklärungsmuster. Ich finde diesen Weg der Szenarienbildung schon wichtig. Ein neuer Realismus, also von Visionen zur Realität. Und dass man muss sich in Europa der Gegenwart stellen. Und man kann nicht so tun, jetzt machen wir nochmal ein Dublin, weil Dublin 1 bis 4, muss man klar sagen, es ist gescheitert. Also die Flüchtlingsproblematik ist nicht gelöst, wenn wir immer so tun, wir können mit dem gleichen Prozess, ein truppgerätes Pferd nochmal aufzäunen, kommen nicht mehr weiter. Also müssen wir uns neue Wege entwickeln. Das Zweite, Herr Bocklet hat es auch mal kurz angeführt, wir haben auch diesen Damoklesschwert dieses Euros. Wir haben zwar die Chance, jetzt einen EZB-Präsident stellen zu können. Die Frage ist, ob wir uns damit was Gutes tun, aber auf jeden Fall, es kann nicht einfach sein, dass es so weitergeht und wir die Probleme nicht angehen und einfach nur vertagen, weil irgendwann mal holen sie ein und in den Stammtischen wird sehr wohl der Realitätsverlust zwischen Problem und politischer Wahrnehmung thematisiert. Und diesen Bogen müssen wir schlagen, dass dieser Graben nicht noch größer wird. Dankeschön. Wir haben noch eine Wortmeldung. Bitte schön. Ich hätte gerne gewusst, was bleibt. Wenn Sie auch sich kurz vorstellen würden, bitte. Also Fürstenberg, mein Name in München. Ich hätte gerne gewusst, was bleibt von Wir sein mir in dem Umfeld unter diesen Randbedingungen. So wie beim FC Bayern. Das ist auch noch Wir sein mir, obwohl da nur noch ein Bayer spielt. Bitte schön, nächste Wortmeldung.
Mein Name ist Wolfgang Warth. Ich komme vom Project for Democratic Union, ein supranationaler Think Tank. Also nochmal, Wolfgang Warth vom Project for Democratic Union, ein supranationaler Think Tank, der sich mit Europafragen befasst. Was mir heute klar geworden ist, ist, Bayern und Europa passen ganz gut zusammen. Ja, sie spielen eigentlich im Grunde das Benchmark-Modell für Europa. Und wenn wir uns klar machen, dass die Menschen sich ja in der Region zu Hause fühlen, dann entsteht ja eigentlich daraus eine Pflicht für Bayern, etwas zu tun. Denn wenn Europa und die Region zusammenpassen und das am Beispiel Bayern sich so exemplarisch überzeugend gezeigt hat, warum sollte das nicht woanders auch passen? Muss denn das, das ist jetzt meine Frage, muss denn das Modell Bayern nicht exportiert werden? Hat nicht Bayern die Aufgabe zu sagen, so wie wir es machen, so könnt ihr doch eigentlich auch machen? Muss Bayern denn nicht tatsächlich initiativ werden? Aus der Verpflichtung, dass Bayern ja aus Europa so profitiert hat, wie sie es dargestellt haben. Da ist ein Eigenbeitrag da, aber da ist auch ein Beitrag Europas da und das hat gut zusammengepasst. Muss nicht Bayern hier Flagge zeigen? Und weitergegangen im Sinne von Governance auf der europäischen Ebene, muss denn nicht die Region aufgewertet werden? Ich verwende bewusst den Begriff Region und nicht Land, weil wir eben dieses föderale Modell eben nur in Deutschland haben und ein bisschen in Belgien. Muss nicht die Region aufgewertet werden? Muss nicht denn, jetzt gehe ich mal sehr weit und werde sehr konkret, muss denn nicht dieser Ausschuss der Regionen zur zweiten Kammer werden? Dazu würde ich ganz gerne jetzt mal an alle vier bitten, diese Frage ganz kurz und knapp zu beantworten. Danke. Also dieses Konzept der Europa der Regionen ergibt sich aus unserer Sicht logisch. Es hat nur den Nachteil, dass es Regionen in unserem Sinne mit der Staatsqualität in Europa nur in Deutschland, in Österreich und in Belgien gibt. Und insofern ist das die Konstruktion asymmetrisch. Und die Europäische Union stützt sich auf die souveränen Mitgliedstaaten, die die Träger, die Herren der Verträge sind und die Träger dieses Projektes. Die Väter der Europäischen Union, also der EWG, Hallstein und so, die hatten eine Vorstellung, dass wenn man die einzelnen Kompetenzbereiche immer mehr bündelt, vergemeinschaftet, dass am Ende sozusagen gut hegelianisch, das waren ja alles hegelianisch gebildete Leute, umschlägt qualitativ in eine neue Qualität der europäischen Einheit. Und das auch ein sehr anspruchsvolles Narrativ, aber das ist gescheitert. Und zwar einfach gescheitert, weil die Völker anders denken, als wie ein paar Professoren sich das hegelianisch vorstellen. Das heißt aber nicht, dass Europa nicht notwendig wäre und dass wir das nicht schaffen müssen. Die Frage ist nur, wie weit der Integrationsprozess gehen soll und ob wir nicht manches intergouvernemental, also föderativ, also nicht integriert, sondern nicht vergemeinschaftet, integriert, sondern im Wege des Föderativen, also des Intergouvernementalen, lösen könnten. Schauen Sie mal her, die Frage der Ansiedlung von Flüchtlingen ist ja eine eminente Frage für das Selbstverständnis einer Gesellschaft, eines Landes. Und wenn jetzt die Visegrad-Staaten sagen, jetzt haben wir den Kommunismus erst gerade hinter uns und jetzt sollen wir uns sozusagen statt von Moskau, von Brüssel kujonieren lassen. Da machen wir nicht mit. Ich verkürze das. Ja. Da hat man die Regelung der Flüchtlingszuordnung, hat man der Mehrheitsentscheidung unterworfen. Und man hat per Mehrheit entschieden, das wird so gemacht. Gegen die elementare Willen dieser Völker.
löse ich damit in Europa Probleme? Nein. Und das wird auch im Sommer nicht gelöst werden. Dann kommen die Deutschen daher, die dann, und der deutsche Kommissar, und sagt, ja, wenn ihr da nicht folgt, dann kriegt er kein Geld mehr. Also Leute, so kann man nicht miteinander umgehen. Aber andererseits, die Mitgliedstaaten sind die Herren der Verträge. Also sie haben diesen Regelungen zugestimmt. Das sind die, also ich meine, da muss ich dann auch sagen, ich meine, wenn ich mich darauf verpflichtet habe, mich bestimmten Regeln zu unterwerfen, dann kann ich kein Opting-out machen, weil mir jetzt das aktuelle politische Ergebnis nicht passt. Entschuldigung, es waren andere Regeln. Der Fehler ist gemacht worden, dass man die Flüchtlingsregelung, dass man die bei schönem Wetter gemacht hat. Und zwar in der Weise, dass man gesagt hat, dort, wo der Flüchtling ankommt, ist die zuständige Stelle, die muss da dafür sorgen, dass das weiterläuft. Das kann man in Deutschland wunderbar machen, weil man keinerlei Außengrenze hat, wo ein Flüchtling ankommt. Eine coole Lösung für uns. War eine ganz tolle Lösung. Und die anderen haben gedacht, naja, so viel ist es nicht. Das war ja, die Dublin-Regelung ist ja nach Kosovo gemacht worden. Und im Übrigen, die deutschen Rechnungshöfe haben damals in den Ländern, Freistaat Bayern genauso, auferlegt, die Asylverwaltung abzubauen, weil ja kein Bedarf mehr bestehe, nachdem das Kosovo-Problem gelöst war. Das hat uns die Probleme dann geschaffen, als plötzlich die Grenzen aufgemacht worden sind. Ja? Ich sage nur, man hat also eine Regelung getroffen, von der man wusste, wenn es gut geht, kommen die halt da in Griechenland oder in Spanien und in Italien an und die werden dann schon damit fertig werden. Im Grunde nur der mit dem Flugzeug zu uns kommt, der ist also, wird dann bei uns behandelt. Aber normalerweise kommt der Flüchtling nicht mit dem Flugzeug an bei uns, also waren wir außen vor. Also da ist der Fehler passiert, dass man das gemacht hat. Und die Mitgliedstaaten haben zugestimmt, weil eigentlich sozusagen kein Leidensdruck da war. Und die Frage, ob man die Verteilung nach Mehrheitsregeln ist hoch umstritten. Da hat der Gerichtshof, hat da sozusagen, man hätte auch anders entscheiden können, das ist nicht zwingend. Nur der Gerichtshof der Europäischen Union ist selber Partei. Wer den Lissabon-Vertrag liest, weiß, dass der Lissabon-Vertrag alle Institutionen dem Ziel einer immer größeren Einheit unterwirft. Das heißt, auch der Gerichtshof ist nicht neutral in dieser Frage, sondern er ist diesem Ziel unterworfen. So steht es drin im Vertrag. Und damit hat er in dubio pro Europa, also pro Einheit entschieden. Und dann gibt es natürlich Mitgliedstaaten, die sagen, also so kann man das Problem nicht lösen. Also Herr Sander, ich würde sagen, wir gehen wieder weg von der Flüchtlingsproblematik, wenn Sie sich noch mal kurz ganz dazu kurz zum äußern Ausschuss, möchten. Zum Ausschuss der Regionen. Eins der großen Monkey ist tatsächlich die Heterogenität. Das wurde öftermals schon gesagt. Nichtsdestotrotz war es ein Meilenstein, diesen in den 90er Jahren zu etablieren, weil die Mitgliedstaaten, die meisten hatten kein Interesse daran, dass Regionen und Kommunen in Brüssel was zu sagen haben. Mit Ausnahme, wenn es vielleicht um Geld abzugreifen geht. Damals in den 90er Jahren hat man vielleicht die Hoffnung gehabt, dass sich die Strukturen ein bisschen annähern, dass die Kommunen stärker werden in zentralen Staaten, dass sich dezentral im Tisch setzt. Manche Mitgliedsländer wie Frankreich, hat es ja auch geklappt. In Frankreich ist bei weitem mehr als wie Paris, wie es noch in den 70er Jahren war. Aber wenn man mal Visegrad-Staaten anschaut und so weiter, dort hat man gegenläufige Tendenzen, also eher mehr Zentralisierung als wie Erstärkung der regionalen Gebietskörperschaften. Also insofern sehe ich momentan einen Ausschuss der Regionen zwar eine historische Errungenschaft, aber nicht groß mehr entwicklungsfähig. Zweitens, ich gebe Ihnen vollkommen recht, wir sollten unsere Errungenschaften, oder wir haben auch die Pflicht, unsere Errungenschaften zu exportieren in Europa. Mein liebstes Beispiel ist halt das
das Berufsschulwesen, nichts weiß von dem Münchner Stadtrat mit kreiert wurde, vom Anton Fingerle, sondern weil es ein wirklich ein essentielles Instrument ist, Leute auf den Arbeitsmarkt permanent zu qualifizieren und damit auch unsere Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Und da mit, bohren wir wirklich starke Bretter, weil natürlich andere Mitgliedstaaten das vielleicht nicht verstehen, aber auch durchaus nicht so die Motivation haben, da ihre Systeme umzubauen. Umgekehrt haben wir natürlich auch die Chance, von Europa zu lernen. Also wenn ich nur gerade das Beispiel Digitalisierung nenne, das jetzt in aller Munde ist, dann sage ich, dann sollten wir auch mal ins Baltikum schauen. Und, ja, zum Beispiel. Und da können wir auch von deren Fehler, von deren guten Erfahrungen lernen und können auch unsere Prozesse helfen zu beschleunigen. Dankeschön. Frau Klaasen, möchten Sie noch was ergänzen? Eine Ergänzung tatsächlich noch auf, was der erste Vizepräsident angesprochen hatte mit der immer enger werdenden Union. Da gibt es im Moment eine sehr, finde ich, aus Sicht eines Juristen einfach sehr kritische Tendenz, dass nämlich die Kommission versucht, mehrere Entscheidungen im Rat also wegzubringen vom Einstimmigkeitsprinzip. Genau das schützt er. Und Sie hatten es auch vorhin erwähnt, eben die Mitgliedstaaten als Herren der Verträge. Es gibt gewisse Modalitäten für ein Vertragsänderungsverfahren. Im Moment ist, kann man fast sagen, Common Sense in Europa, dass viele Sachen nicht voranzubringen sind ohne ein Vertragsänderungsverfahren. Das ist kompliziert, das wird von vornherein im Moment zum Scheitern verurteilt sein. Die Frage ist also, wie kann man Lösungen anbieten aus Europa, ohne darüber hinwegzugehen, gleichzeitig aber eine pragmatische Lösung zu bringen. Und dazwischen befinden wir uns im Moment, dass häufig versucht wird, eben mit pragmatischen Entscheidungen, wie zum Beispiel weg vom Einstimmigkeitsprinzip, doch Entscheidungen durchzudrücken, die durchaus kritisch sind und dann auch in den Regionen zu massiven, ich will fast sagen, Verwerfungen führen können. Vielen Dank. So, wir sind mit unserer Zeit Richtung Ende. Ich möchte Sie gerne jetzt aber doch noch mal auf einen Blick in die Zukunft bitten, dass jeder von Ihnen noch mal in 3 bis maximal 5 Sätzen skizziert, wie er Bayern in einer EU der Zukunft sieht und was dafür vielleicht auch visionär passieren müsste. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Saller. Also erstmal muss man sich bewusst sein, mir ist an mir und Bayern hat inzwischen 12 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Damit sind wir wesentlich größer wie Österreich, Finnland und so weiter und so fort. Also wir haben was darzustellen. Nichtsdestotrotz, es sind 13 Millionen, also es steigt, es sind Steigen, aber nichtsdestotrotz sind wir auch auf Europa angewiesen, sei es Exporte, sei es auf Arbeitskräfte, auch Lehrstellenbewerbermangel zum Beispiel, sind Zukunftsprobleme, denen wir uns stellen müssen. Und wir in München versuchen hier durchaus dem Euroskeptizismus, der immer mehr natürlich um sich greift, auch was entgegenzusetzen und versuchen, den Mehrwert von Europa weiterhin zu bespielen, auch wenn es nicht mehr so einfach ist wie vor 20, 30 Jahren, wo die Visionen von den Grenzen, Grenzbäume abbauen, da ist. Also das ist auch unsere Aufgabe. Ich wünsche mir von der europäischen Politik, dass sie Realitätssinn hat und auch vom neuen Ministerpräsidenten in Bayern, dass er auch bayerische Interessen in Europa in einem Konsens mit vertritt, weil das kann eigentlich nur befruchten, wenn hier man sich aktiv mit dem europäischen Prozess auseinandersetzt. Vielen Dank. Das waren jetzt 10 Sätze. Mal schauen, wie viel Herr Bocklet dafür braucht. Also ich denke, Bayern ist ja deutlich geworden, ist im Moment in einer hervorragenden Situation für sich genommen. Aber es bleibt nicht lange so oben, wenn es rundherum Probleme gibt. Und wenn wir die Arbeitslosigkeit in Italien mit 25% oder 40% nicht wegbringen und in Spanien, dann hilft uns die tolle Geschichte in Bayern gar nichts. Das heißt, das, was wir erreicht haben, da müssen wir alles dafür tun, dass die anderen mitkommen, dass die auch ihre Entwicklung haben. Mit der beruflichen Bildung, das ist ein wesentlicher Punkt, dass man dort also die Jugendarbeitslosigkeit ein Stück zurückdrängt,
dass man das duale System dort einführt. Aber es ist wahnsinnig schwierig, weil die französischen Unternehmer haben kein großes Interesse daran, das so zu machen, wie wir das machen. Bei uns ist das über Jahrzehnte gewachsen und Konsens, aber bei den anderen nicht. Nur, wenn das da unten nicht gelingt oder bei den anderen, ja, dann fliegt der Laden auseinander, weil die anderen Völker sagen, es bringt uns nichts. Und nur damit die Bayern gut leben, dann müssen wir deswegen nicht in der EU sein. Verstehen Sie mich? Und das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen alles tun, damit die anderen, jetzt nicht in dem Sinne, dass wir alles besser wissen als die anderen, aber den anderen zu helfen, dass die ihre Wirtschaft und ihre Gesellschaft so entwickeln, dass auch dort die Menschen zufrieden sind. Vielen Dank, Frau Klaasen. Mein persönlicher Eindruck ist, es wird in Europa immer sehr viel im Moment von Visionen gesprochen. Ich möchte jetzt hier keinen Hamburger Politiker zitieren. Ich glaube, es sind pragmatische Lösungen gefragt. Und wenn Bayern für eins bekannt ist und gerade in Brüssel auch sehr geschätzt ist, dann sind es pragmatische Lösungen, aber mit Weitblick. Dankeschön. Okay. Herr Professor Kranenpohl. Ja, also für mich ist wichtig, wir müssen uns immer klar machen, Europa ist eine politische Herrschaftsordnung für 500 Millionen Menschen. Und deswegen ist Europa kompliziert. Ich glaube, das sollten wir uns einfach klar machen. Und wir sollten so ehrlich sein, dass wenn wir die Defizite des europäischen politischen Entscheidungsprozesses, und die hat es gegeben, Fehler, Fehlentscheidungen, die man unter falschen Bedingungen getroffen hat, Vertragsformulierungen, die immer engere Union, die Hanebüchen sind und so weiter und so fort, einfach mal objektiv betrachtet. Natürlich sind Fehler gemacht worden, aber wo Menschen handeln, werden Fehler gemacht, soll sogar im Freistaat Bayern mitunter vorkommen. Ich würde einfach darum bitten, dass wir europäische Realitäten nicht am Idealbildern messen. Also mein Standardbeispiel ist immer, ja, in Brüssel, da weiß man ja gar nicht, was die entscheiden. Meine Standardrückfrage ist dann immer, worüber diskutieren die gerade in Berlin? Das weiß auch keiner, nur darüber regt sich kein Mensch auf. Ja, seltsamerweise. Also, nehmen wir das ernst, es ist kompliziert. Jeder, der von uns schon mal in einer WG gelebt hat, weiß, wie komplex das ist, mit 5 Leuten Regeln zu finden. Wie viel schwieriger muss es mit 500 Millionen sein? Und künftig sind es nur noch 450 Millionen, das macht die Sache vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, so. Und dass wir uns einfach dieser Komplexität bewusst sind und vielleicht dann eine ordentliche Portion Pragmatismus noch dann dazu. Und was der erste Vizepräsident des Bayerischen Landtags völlig korrekt gesagt hat, ja, und es wird auch nicht ohne Solidarität innerhalb dieser Europäischen Union gehen. Und bitte, Solidarität heißt natürlich Hilfe zur Selbsthilfe. Ja? Aber das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Bayern hat halt auch sehr stark sozusagen in den letzten 10 Jahren einfach davon profitiert, dass wir natürlich eine relativ schwache Währung hatten, gemessen an unserer eigentlichen Wirtschaftskraft. Und so gesehen ist es dann vielleicht doch auch nicht ganz unüberzogen, sich Gedanken darüber zu machen, wie man den Südländern in einer vernünftigen Weise helfen kann, ohne dass ich irgendwie Wirtschafts- oder Finanzpolitiker wäre und Ahnung hätte, was man da macht. Aber allein das mal zu sagen, ja, das ist vielleicht auch eine Aufgabe, die wir jetzt übernehmen müssen. Vielen Dank. So, sorry, waren 10 Sätze. Behalten wir uns die WG Europa im Hinterkopf. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die lebhafte Diskussion und Ihnen auch, dass Sie heute Abend mit uns verbracht haben.